Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Commander Conquer Tiberian Sun. Ein bisschen Spielsteuerung nachgucken. Ne, wir machen auf Mittel zurück, bitte. Und weil es so schön ist, Nord Crush. Wie lautet Ihr Befehl? Na komm! Sehr wohl. Ja. Und Gas. Anweisungen. So, der ist Team 1. Ich gehorche. Langsam der Junge doch. Okay, irgendwas war da auf jeden Fall. Ich mach jetzt erstmal mit dem alleine weiter hier. Puff und weg. Super, dann kommen wir hierher. Ganze Einheit hier rüber. Ein Ingenieur. Ab in die Brücke. Dann machen wir mit dem Kommando Cyborg jetzt mal alleine weiter. Der ist ja stark genug dafür. Ich muss den eventuell nur mal ein Stückchen zurückziehen ab und an. Um ihn zu heilen, denn den kann ich im Tiberiumfeld heilen. Vorsichtig. Schön vorsichtig. Ich habe ihn nicht gesehen, den Mistkerl. Wow! Shit! Ja, fickt euch doch, ey. Mist. Das hätte ich vorher sehen müssen. Na gut, ist egal. Ich probier's trotzdem weiter. Ja. Ja, lebt mal, um zu dienen. Ist, man sieht so wenig mit diesem Cyborg, der einen sehr, sehr kleinen Sichtradius. Ich gehorche. Okay. Ich gehorche. Eine Felswand. Dann werden wir hier hinten lang gehen. Wenn ich den Cyborg verliere, ist die Mission auf jeden Fall vorbei. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen hier. Oh, 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 weg, 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 weg. Ah, super, da oben ist jetzt Tiberium. Geil. Da kann ich meinen Cyborg da oben heilen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Besser als nix. Stellen wir den da mal rein. Und dann darf er sich da mal eben kurz hochheilen. Na, du sollst hierher ins Tiberium. Oh oh. So, super. Solange der hier im Tiberium steht, kann überhaupt nichts passieren. Ist sogar fast schon voll. Hier ab. Ach komm, das ist doch wohl. Willst du mich verarschen? Der will mich verarschen. Na also. Geht doch.
lang? Oh, im Endeffekt nur diese Straße folgen. Tanklaster mit Biotoxin. Ja. Im Endeffekt kann ich die jetzt kontrollieren. Okay, dann natürlich jetzt hier lang. Da mache ich Team 2 von. Was kann ich tun und gucken, ob ich die Patrouille hier umgehen kann. Na, wo wollen die hin? Stehen die einfach nur rum hier? Von mir aus sollen sie rumstehen. Dann gehe ich jetzt mit dem Cyborg hier vor. Ich muss ja hier zum Ausgangspunkt. Ich gehorche. Ja, gehorche mal. Sehr wohl. Hauptsache die beiden Mogel bleiben da stehen. Ich lebe zu ihnen. Kann ich vielleicht diese Verteidigung einfach umgehen? Stören? Nee, gibt's nicht. Ich kann ihre Angst sehr wichern. Das heißt, wenn ich hier hin will, muss ich da hier außen rum rennen. Das ist dann halt so. Na, macht nichts. So schwer ist es ja noch nicht. Oh, 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 oh. Zurück, 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 zurück. Was kann ich tun? Jetzt werden die Wände oben wegmachen. Oh Gott. Kriege ich den halt wieder nicht. Egal, das ist schlecht, ist neben den hier. So viel hält der Kopf halt noch nicht aus. Ich lebe, um zu dienen. Für die Bruder, wie lautet ihr Befehl? Wie lautet ihr Befehl? Na komm, zerstör den schon. Was kann ich tun? Na also. Gut, dann versuche ich diesen Checkpoint hier zu vernichten. Da kommt schon wieder einer angelaufen. Kann ich ihn von hier aus treffen? Nein, natürlich nicht. Gut, dann zerstöre ich jetzt einfach diesen Posten hier. Peng, super. Jetzt den weg. Super. So, ist da noch mehr? Ja, tatsächlich noch ein Turm, den haben wir noch weg und dann ist hier eigentlich der Weg frei. Da muss ich nur mal eben diesen schädigen Granatwerfer da oben wegmachen. Wow, scheiße. Komm schon. Ah, super. Okay, jetzt muss ich irgendwie zurück und... Oh Gott, oh Gott, ich glaube, jetzt ein Tiberiumfeld mal her. Da ist ein Tiberiumfeld, da will ich hin. Okay, hoffentlich überlebe ich das noch. Scheiße. War ich ein bisschen sehr unvorsichtig. Oh oh. Schnell hierher. Schnell ins Sphärenfeld. Schnell, 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 schnell. Oh je, da kommen die anderen auch noch an. Scheiße. Oha, was für ein Glück, Alter. Wahnsinn. Scheiße. Los, komm schon. Puh, okay. Ab hier ins Sphärenfeld. Puh. Okay, dann lass ich den mal eben hier hochheilen. Das ist ja... Meine Güte, war das knapp. Okay, machen wir ein bisschen Tempo hier. Zack. So, fertig. Mehr brauche ich nicht. Das genügt. Hierher. Einheit bereit. Ja, Sir.
Aber ihr beiden fahrt dahin. Meine Güte, ey, das ist ja... Das war mehr als nur ein bisschen knapp gerade. Der kriegt ja immer noch, Mensch, Jess. Fahren wir hier runter. Ein bisschen Granatenbeschuss solltet ihr ja aushalten, vor allem wenn ihr auf eine Straße fahrt. Ich bin bereit. Und mein Superbot hier haut ihr da oben mal weg. Ja, komm, dann geh hier hinten hin. Ja. Entschuldigung. So, ihr zwei fahrt hierher. Was kann ich tun? Unverzüglich, was kann ich tun? Du kannst das da wegmachen und dann hier hochgehen und den da oben erschießen. Unverzüglich, wie lautet ihr Befehl? Ach komm, da komm ich schon von alleine hierher. Brauche ich ja nur hier warten. Und ihr fahrt hier oben hin, bitte. Danke. Zweitrangiges Ziel erreicht. Na also, geht doch. Ist das wieder mal eine relativ zickige Mission. Auch mal gibt es viele in der Nordkampagne. Überrascht mich ein wenig, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich sehr viel mehr 3-4 Teile habe wie in der GDI-Kampagne. Wir sind ziemlich viele Einzelmissionen, auch im späteren Verlauf der Kampagne. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, das war die Hilfsmission. Und jetzt? Der Informant muss sich südlich des GDI-Stützpunktes mit den Mutanten treffen. Setzt die Mutanten ein, um den Informanten zu schützen und die GDI-Patrouillen auszuschalten. Verstärkungen werden eintreffen, sobald ihr den Eisenbahntunnel hier gesichert habt. Setzt sie ein, um die Forschungseinrichtung zu finden und zu zerstören. Und natürlich sind die Mutanten entbehrlich. Genau so ist es. Aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Command & Conquer Tiberian Sun. Bis dann.